Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Fox Farm. Und es wird fleißig weitergearbeitet. Seit der letzten Folge sind ja die Felder alle soweit fertig, dass wir hier nur noch Restarbeiten durchführen müssen. Ist alles gewalzt, wir müssen nur noch ein bisschen was striegeln. Warte mal, hier lang. Der Kollege ist hier gerade am Dünger schmeißen. Könnte gleich nochmal interessant werden, ob er wieder hochgradig doof ist oder auf der Wiese bleibt. Wir werden sehen. So, wir kümmern uns um den Kollegen hier. Der hat, glaube ich, einen leicht interessanteren Job für uns gerade hier, nämlich striegeln. Ja, schön das Unkraut rausbürsten aus der frischen Aussaat. So, mal gucken, ob der wenigstens hier auf dem Feld bleibt oder auch wie der andere ständig in andere Feld rüber rennt und erstmal die Saat, die da drinnen liegt, kräftig kaputt macht. Wir werden sehen. So, und Abmarsch. Dann beobachten wir den Kollegen hier nochmal. Ich hoffe, dass das läuft. Wenn er einfach nach links fährt, dann bin ich happy. Dann passiert ja auch nichts. Dann sind wir nämlich schon eine Runde rum. Und dann bleibt er an seinem eigenen Territorium. Weil hier links und rechts hat er nichts drauf verloren. Das ist nicht unser Land. Na? So. Die Spannung steigt. Trommelwirbel. Wir werden sehen. Ich könnte mir bald vorstellen, das wird doch in Ernüchterung enden. Er fährt auf jeden Fall erstmal rückwärts, wo auch immer er rückwärts hin will. Jetzt fährt er vorwärts. Bin ja total erstaunt. Er fährt einfach mal nach links, so wie man sich das auch wünscht. Schön. Sehr schön. Es war jetzt nicht besonders schnell. Aber hey, dafür macht er vernünftig. Dann dreht er da vorne nochmal um. Dann kommt er hier zurück und dann ist die Wiese fertig gedüngt. Er macht aber schon einen Zirkus draus, oder? Guck mal. Naja, lassen wir mal machen. Was mit ihm hier? Er bleibt auf jeden Fall auf Kurs. Das ist schön. Ja, dann kann der danach den Acker hier drüben machen. Der große Acker hier vorne muss auch gestriegelt werden. Und nach der ersten Wachstumsstufe, wenn die ersten Sprösslinge kommen, müssen wir da nochmal mit dem Dünger drüber. Dann haben wir das große Sojabohnenfeld, was wir frisch gekauft haben, auch so weit fertig, dass es einfach volle Kanne wachsen kann bis zur Ernte. Na, mit 100% Ertrag hoffentlich. Ich weiß ja nicht. Nee, wir haben wir vorher nicht gemulcht. Wir werden sehen, vielleicht doch bloß 98. Ist immer noch viel. Ja, so. Der macht, wie gesagt, den Acker fertig. Dann darf er da rüber. Und hinterm Hof haben wir auch noch das große Feld. Da würde ich den großen Striegel mal bitten, dass der da zur Arbeit schreitet. Und zwar auch sehr gerne mit den Kameraden hier. So. Dann kann der nämlich auch mal wieder was machen. Der hat nämlich nur 18 Betriebsstunden drauf. Ich glaube, die anderen Traktoren, die neu dazugekommen sind, die haben... Oi, steht ja schon richtig rum. Die haben bald mehr. Ne? Der andere Xerion und der... Was ist noch dazugekommen? Der Quadrak, glaube ich. Ja. Ach, na, ist doch real. So. Dann hängen wir das hier erstmal ran. Und dann wird hier erstmal fleißig gestriegelt, Freunde. Mit dem neuen Ding, Apparatismus. Wir werden sehen, das wird fantastisch. So, ausklappen. Das ist aber auch ein fetter Besen, ey. Mann. Also Riesenfelder, Riesenapparate. Ich mag das ja. Bin da ein bisschen so ein Freund von, ne? Riesenflächen. Vor allem, wenn die Arbeitsbreite dazu passt, dann macht es sehr Spaß, so viel Land zu bewirtschaften. Ist echt so. So, runter das Ding. Und los. Helfer läuft. Man hört ihn fast gar nicht. Ist so leise. Oh, 20 km/h. Kommt mir gerade sehr langsam vor. Wobei, na, wir lassen ihn mal fahren. Und ich hoffe, sein Vollwende reicht hier. Was hat er? Wieso hört er denn hier auf? Bist du doof? Ah, weil hier geflügt ist. Oh, nö. Na, warte mal. Hoffentlich macht er nachher bei den... Warte mal, muss hier ja nicht... Ja, wie geil. Wir brauchen hier nicht striegeln. Warum denn das nicht? Ist ja mal mega. Ja krass, das verkürzt. Oh, schön. Das gefällt mir.
Dann mach mal hoch hier deinen Besen, dann können wir ja deine, ach schön, deine Arbeit nochmal ordentlich verkürzen. Dann kannst du relativ schnell auf das große Feld rüber. Das ist ja fantastisch. Warte mal, bis wohin geht denn hier sein Kasper-Theater, wo er sagt, es geht nicht. Nein, runter das Ding, sag mal. So, und los. Na, siehst du, geht doch. Er ist auch auf dem letzten Streifen hier. Sehr schön. Dann kann der nämlich gleich darüber und weitermachen. Fantastisch. Wieso sind denn die Jungs so leise? Ich glaube, jetzt ist es besser, oder? Ja. Okay, der Düngerstreuer macht noch hoffentlich keinen Käse. Nee, der. Doch, mach da. Pass auf. Guck mal hier, wo der schon wieder hin will. Bleib stehen. Du bist fertig. Sag dir aber nicht. So, du bist auch fertig. Hör auf da. Komm, raus. Ich bin dran. Ach, der wollte schon wieder da drüben, ne? Ach, manken Baumwollenfeld wollte der schon wieder rumfummeln. Bin ich jetzt nicht so der Freund, dass er das macht? Komm, wir fahren mal gleich hier rüber. Dann kriegt er nämlich anständig sein Vorgewende. Er ist noch auf dem Kurs. Ey, cool. Mit hin und her schalten sind wir relativ dicht bei allen Traktoren, die wir gerade benutzen. Die Wiese da, wo die Heuballen liegen, die ist schon fertig gedüngt. Da müssen wir nur noch die Ballen abfahren. Würde ich aber erst machen, wenn wir, ja, richtig, hör zu, den Pferdestall bauen. Und das würde ich machen, sobald die hier längerfristig zu tun haben, die Kumpels. Wir müssen den auch gleich umdrehen, ne? So, wir hauen hier erstmal ordentlich eine Kante Gras raus. Deswegen würde ich gerne die Wiese kaufen, dass wir dieses Stückchen Feld, was hier irgendwie so eckig nochmal rausguckt, ne? Entfernen. So, er wird vor Angst gleich anhalten. Aber sieht schon cool aus, ne? So ein dicker, fetter Bulle, der da so. Na komm. Hallo? Ein bisschen weiter kannst du schon ran, mein Freund. Zieh mal bis durch. Dann wissen wir wenigstens, dass das fertig ist hier. So, der Striegel hier, der entfernt aber nicht das Randgras, ne? Ganz merkwürdig. Also das blaue Ding, was wir haben, der, ja, der macht das alles weg. Echt jetzt, du musst dich hier hochheben, ja? Lass doch einfach unten die olle Hake. So. Ja, nee. Nee, ich sag dir. So, jetzt aber. Und wenn wir Glück haben, fährt der da vorne rechts rum und bleibt hier auf dem Feld, bis er fertig ist. Das wäre natürlich schön. Und ich bin gerade echt begeistert, dass wir den Acker da hinten nicht machen müssen. Ist ja mega. So, senk mal ab da. Und los. Naja, wir gucken mal, was er macht. Jetzt sind wir mit dem hier dran. Und Abmarsch. Hallo. Sag mal. Ich bin ja oh blöde. Brauchen wir doch ja nicht. Hier war doch geflügt wegen Sonnenblumen. Wieso sagt da keiner was? Hört doch auf jetzt. So. Ach. Ja. Na, pass auf, dann lassen wir die parallel arbeiten. Dann kann der hier auf das ganz große Feld schon mal ein bisschen vorarbeiten, oder? Hätte ich gesagt. Hier drüben brauchen wir uns ja keine Platte machen. Mein Jüd hat Vorteile, wenn da geflüchtet ist, ne? Brauchen wir da nicht machen. So, dann kann er hier erstmal losdüsen. Genau, immer geradeaus. Ja, dann schauen wir mal, was er hier macht. Jetzt müsste eigentlich gleich der Ding heben und hoffentlich nach rechts fahren. Wenn der mit dem Feld relativ schnell fertig ist, dann kann der nämlich darüber auf das große. Na, und. Komm, wir beobachten mal die ganze Geschichte, was er hier veranstaltet. Sieht sehr gut aus. Dann haben wir Glück gehabt. Genau. Nur ist die Frage, wollen wir mit dem hier das Vorgewende machen? Oder wollen wir das mit dem Großen machen? Dass wir ihm hier einfach erstmal die Bahn hoch und runter schicken, wird sowieso Ewigkeiten dauern.
Na, wobei, wenn die zu zweit striegeln, das könnte vielleicht funktionieren. Je nachdem, wann der andere da hinten fertig ist, müssen wir den dann noch umdisponieren. Und ich möchte was gucken. Haben wir was im Angebot, was cooles? Immer noch die gleiche, was wir nicht brauchen. Schade. So, die Sämaschine, die wir gekauft haben, die hat eine Leistungsanforderung von glatt 500 PS. Wisst ihr, ich hätte eigentlich noch voll Bock auf den Traktor, wisst ihr das? Ich denke schon, oder? Und zwar, wo ist er denn? Komm, zeig dich. Gerät dieser da. Der hat auch 500 PS. Was macht er denn hier? Hör mal auf, komm. Ich möchte, dass du hier mein Vorwände machst. Mein Vorwände für euch. So. Immer hoch und runter, hoch und runter. Er hat nämlich ja nicht so viel zu tun. Sieht langsam und kläglich relativ verloren auf dieser Fläche aus. Aber nur bis zu diesem hellen grauen Streifen da vorne. Dann ist er nämlich mit dem Acker durch. Und in der Zeit wird er hier hoffentlich ordentlich vorgearbeitet haben. Das ist aber auch ein Stück was von Feld, ey. Junge, Junge. Ja, nicht mal so klein. Wenn er hier vorne umdreht, ist alles schön. Dann müssen wir mal gucken. Zeit haben wir eigentlich noch genug. Dann würde ich echt noch einen Pferdestall bauen. Mal gucken. Müssen wir vielleicht erstmal den Acker da entfernen, den wir da hinten haben, ne? Jetzt möchte ich mal wissen, wie er hier umdreht. Ah, der Grünstreifen, der ist nicht breit hier. Und da ist nicht viel Spielraum. So, halt an. Mach runter das Ding. Passt. Und Abfahrt. Okay, dann können wir den hier erstmal eiern lassen. Hin und her, hoch und runter, wie er will. Ja, den müssen wir eigentlich nach Hause fahren. Also der Helfer, ne? Mit dem Dünger kannst du vergessen. Kannst du komplett abhaken, die ganze Materie. Den müssen wir auch mal reparieren. Ja, das werden wir mal machen. Wir fahren mal an eine Lackiererei vorbei und hauen ihm mal den Schraubenschlüssel in die Haube rein und machen alles heile, was er so repariert haben möchte. Dann sind wir da wieder vorne mit dabei. Und dann kann der Düngerstreuer auch gleich immer gewartet werden. Ja, das läuft ja besser wie gedacht. Ich habe mir schon fast wieder hier so, ne, im Kopf ausgemalt von wegen, au, die werden hier aber lange fahren. Nö, geht. So, dann brettern wir mal hier durch. Und wir gucken gleich nochmal im Shop, ne. Ich habe nämlich richtig Bock auf den Big Bud, muss ich ganz ehrlich sagen. Also performance-technisch läuft hier super. Hat wirklich was gebracht mit den Trailer verkaufen, Gott sei Dank. Was 21 Zettel. Naja, gut. Zum Glück müssen wir nicht lackieren, aber das war jetzt gar nicht so günstig. Egal, heile ist heile. So. Immer abwaschen. Und fertig. Düngerstreuer voll machen, wegparken, Traktor tanken, wegparken. Guck mal, und hier stehen noch Saatgut Big Packs von der anderen John Deere Seemaschine. Ich hab das leer gemacht. Wie, was? Das ist alle? Das kostet doch viereckig, wenn wir das jetzt voll machen, Alter. Naja, hilft ja nicht. Wir brauchen das ja so oder so. Naja, das lassen wir voll laufen. Ja, guck mal, der ist schon hier vorne. Und ich möchte sagen, mit dem Striegel läuft das einwandfrei. Ich hoffe, er bleibt da nirgends verhängen. Wir beobachten das mal. Wir können ja mal gucken gehen, wie so ein, na, wie so ein Groupie hier am Feldrand. Schön Brüste raus und jubeln. Nee, Quatsch, was? Läuft einfach perfekt. Sehr schön. Sehr beruhigend, wenn es einfach mal funktioniert. Kommt ja nicht immer vor. Guck doch mal da, der Frontschwader oder besser gesagt der Schwaderanbau an dieser Presse. Riesig. Ja, voll schön. Denn Deckel zu und weg das Ding. Wenn wir diese Quaderballenpresse kaufen mit Wickelfunktion, dann würden ja theoretisch beide wegfallen, weil wir könnten mit einem Frontschwader fahren, richtig? Oder stimmt das? Ist ja nur wieder blöde, wenn wir mit einem Dröscher machen wollen. Ja, na, mal sehen. So, tanken, das Ding.
Nee, ich bin da nicht hingefahren. Guck, hier ist Luft. Da. Ist ein harter Schlauch. Der hängt hier schon eine Weile in der Sonne. Da machst du einfach nichts. Na, Kollege? Erwin, was geht ab? Ja, mach die mal schön dreckig. Du bist ein Feiner. So. Ne? Kurz vor Mittag, da gönn dir. Lauf, Forrest, lauf! Siehste, und voll. Perfekt. Wir müssen gleich mal gucken, was der andere John Deere veranstaltet. Nicht, dass der schon das halbe Feld hochkant, die quer, diagonal, wie auch immer. Wo ist er? Da ist er. Ich denke, das reicht halt Vollwende, oder? Ich glaube ja. Dann lassen wir noch immer zurückfahren und dann kann der Cirion von hier drüben anfangen. Und er kann dann hier drüben entgegenarbeiten. Würde auch eine ganze Weile dauern, bis die hier fertig sind, ne? Wobei, er ist gleich soweit. Schön. Sehr schön. Hier wollte ich auch nochmal ran, ne? So. An dieses Wasserfass nämlich. So, ich lasse ihn hier noch rüberfahren. Und dann kann er ab da Kette geben, dass er da alleine fährt. No? Dann könnt ihr das gemeinsam machen. Die muss dann... Ah, jetzt war ich ja doof. Wir hätten den Düngerstreuer noch nicht wegparken brauchen. Auf dieses Feld muss er noch immer rüber, sobald hier die ersten Setzlinge rauskommen. Naja, ist egal. Und dann hätte ich gesagt, in der Zeit, wo die hier mit dem Striegel rüberbraten, können wir uns da hinten landschaftsbautechnisch mal ein bisschen austoben und pferdestallmäßig nochmal so ein paar Planungen machen. Gucken, dass wir da irgendwas schöne Tilly zaubert kriegen. So. Nur da passen wir auf. Striegel runter. Und Feuer frei. Wenn der da oben jetzt freiwillig nach rechts abbiegt und auf diesem Feld bleibt, dann bin ich glücklich. Ja, hier fährt noch 2-3 Bahnen, alles klar. Naja, dann gucken wir mal, was sie hier macht am Ende. Ah, wird spannend. Mal gucken. Macht's denn da? Zeig mal. Bitte einfach nach rechts fahren. Ja, so, Striegel hoch. Alles klar, da brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern. Das müsste hier auch sein letzter Streifen sein, oder? Theoretisch. Weil, wenn wir mal gucken hier von der Arbeitsbreite, müsste das hier eigentlich genau hinhauen, dass er jetzt aufhört hier vorne auf der Ecke. Weil da drüben braucht er nicht, müsste eigentlich jetzt erledigt sein, die Geschichte. Ja, erfolgreich bei der Arbeit verendet. Sehr schön. Ja, hier ist alles geflücht, ne? Perfekt, wie geil, die brauchen wir nicht mehr machen. Wir haben volle Kanne gedüngt, Ertrag Bonus 98, weil wir das vorher nicht anders bearbeitet haben. Großartig, weiter. Ja, aber ist schön. Dann fahren wir mal darüber auf den großen neuen Acker. Und ich denke, wir werden den behalten, ne? Dann machen wir hier eine schöne große Sojaernte und werden das alles verscheuern, in der Hoffnung, dass das viel Geld bringt und wir dann kreditfrei sind, dafür aber ein riesengroßes neues Feld haben. Na? Und sieht ja Gott sei Dank finanziell nicht schlecht. Daher würde ich sagen, behalten wir den Acker. Und ich habe auch schon ein paar Pläne. Ja, wir können ja so eine richtige Pferderanch machen. Meinetwegen können wir auch 2 Pferdeställe bauen. Ist da jetzt an sich nicht schlimm. Müssen wir nur gucken, dass die Gebäude Wasserversorgung haben sie eigentlich selber. Warte mal, wir fahren mal hier ganz frech. Einfach über die Nachbarfelder, oder? Mit dem Besen hier. Wir haben ja keine Bodenverdichtung, passt schon. Und guck mal, der macht aber ein paar Meter, ne? Oder hält er da mitten... Nee. Nee, nee, da, der John Deere, der macht seinen Job fantastisch. So, Frage ab, wo müssen wir denn hier loslegen jetzt? Verdammt, jetzt weiß ich nicht, bis wohin wir gearbeitet haben. Geht hier der Helfer schon? Nee. Nee,
Nee. 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 Oh Gott. Ja, ab hier. Okay, wir lassen den fahren. Sollte jetzt eigentlich soweit funktionieren, oder? Dann machen die beiden Kollegen hier den fetten Acker fertig. Hier die 19, ne? Die arbeiten jetzt aufeinander zu. In der Mitte werden sie sich treffen und wieder Knoten verursachen. Ist mir wurscht. Striegeln dauert ewig. Und wir gehen jetzt hier oben hoch und machen diesen Acker weg. Ich hab da richtig Bock, dass wir da so eine schöne Pferderanch bauen. So. Das kann richtig schön werden. Von mir aus können wir uns auch da auch massiv innen drauf anspielen. Weil wir haben ja den Platz. Da wo der Wald ist, hier vorne, da hätte ich vielleicht nochmal gerne eine Fahrzeughalle. Eine große. Dass wir da nochmal Krempel drunter parken können. Aber hier gehen wir erstmal in den Landschaftsbau und klöppeln den Acker weg. Dann müssen wir vielleicht mal glatt bügeln, wenn wir schon mal da sind, oder? Immer einen ebnen, dass es schön wird. Na, wobei, ja, werden wir sehen. So, Landschaftsbau. Malen. Grastextur. Volle Pulle und weg. So, der Acker wird weichen. Der braucht ein bisschen, bis er hinterherkommt. Warte mal, dürfen wir hier nicht? Doch, dürfen wir. So. Ich wollte schon sagen, hey, macht das weg. So, der eine oder andere sagt jetzt, ah, du kannst doch den Acker nicht wegmachen. Doch, kann ich. Wir haben so viel Ackerland. Ach, da fällt es mir wie den Schuppen aus den Haaren in die Augen. Und zwar, ich wollte doch eigentlich Milch verteilen, oder? Schon seit 2 Folgen oder so. Ja. Nee, wir machen jetzt hier, guck. Verdammt. Das ist das. Ich habe hier wieder 1 Million Dinge im Kopf und am Ende schaffe ich wieder ja nichts und dann bin ich wieder unzufrieden, weil ich mir so dachte, ah. Naja. So. Wollen wir glätten, ne? Oder wollen wir anpassen? Bodenanpassung. Dann ist alles viereckig glatt, wenn wir es so machen. Wollen wir das einebnen? Zeig angefangen. Macht sich aber beim Bauen bestimmt besser, oder? Machen wir mal bis hier vorne. Ist eigentlich ganz gut, dass hier die Graskante fehlt. Dann können wir hier eventuell... Oh, Sägewerk. Ist egal. Passt schon. Wir müssten eigentlich noch auf dieselbe Höhe sein, oder? Ich lasse das nämlich einfach dauerhaft aktiviert und dann fahren wir hier nur nach links und rechts rüber. Dann müssten eigentlich alle Hügel und Dellen weggebügelt werden. Die Intensität ist erhöht. Müsste eigentlich laufen. So. Geht ja relativ schnell. Okay. Wollen wir uns das mal angucken hier? Ja, ey, der Berg ist weg. Den da vorne, guck mal. Den da. Der ist nämlich nicht so schön. Wenn wir jetzt auf Glätten gehen... Halt, zurück. So. Glätten. Intensität. Da machen wir doch nichts mit kaputt, oder? Unser Acker bleibt auch heile. Perfekt. So kannst du nämlich auch irgendwelche Löcher aus dem Feld entfernen. Und schon ist der Hügel ist immer noch da. Na, verdammt. So. Da wir auf die Helfer nicht mehr großartig achten brauchen, Gott sei Dank, können wir jetzt hier erstmal ordentlich mit Rasen durch interagieren. Ja, dann malen wir uns das mal voll. Wenn ich so auf die Uhr gucke, wird schon wieder knapp, ne? Wir haben schon wieder zu lange rumgestriegelt, aber hey. Gehört halt auch dazu. Da machst du nichts. So, das sage ich relativ oft, das tut mir leid. Nee. So. Siehste, ich habe mir hier mal zur Orientierung ein paar Buschdinger hingestellt, dass ich ungefähr weiß mit dem Feld und so. Dass wir einen gesunden Abstand haben für die Helfer, dass sie sich nicht hier wieder die Augen auskratzen und umdrehen, vor Angst abhauen, den Trecker stehen lassen und weg sind sie.
Ja, wie fangen wir das am besten an? Wollen wir hier erstmal einen Zaun am Sägewerk machen? Können wir machen, oder? Oder wollen wir eine Hecke machen? Oder wollen wir Zaun mit Hecke machen? Das könnte unter Umständen teuer werden. Ist nicht schlimm, wir haben ja Geld. Brauchen wir hier so einen Industriezaun oder machen wir hier einen schönen Zaun? Ich bin mir gerade nicht sicher. Verdammte Hacke. Machen wir ihn da. Am besten wäre einfach ein Jattenzaun, oder? Jopp, ist ja richtig rum. So, den Klöppeln. Wie teuer war das? 10.000? Aber seid ihr doof? Da kauft doch keiner für 10.000 so ein bisschen Holzzaun. Ihr seid dann jetzt richtig. Hört mal auf damit. Das ist viel zu teuer. So, bis da. Dann haben wir das schon mal eingefriedet. Machen wir damit Hecke? Wollen wir mit Hecke? Kleine Hecke? Guck mal. Was sagst du denn? Sieht gut aus. Komm, wir machen mit kleine Hecke rum. Ich sehe schon wieder, dass wir heute keinen Pferdestall bauen. Ah, ich muss mich beeilen. Ich spiele mich hier schon wieder fest, ne? Entschuldigung. So. Guck mal, schon haben wir die 700.000 geknackt und sind drunter. Aber wir haben einen schönen Zaun um unser Sägewerk. Es sieht gut eingefriedet aus, ne? Ist ordentlich. Schön so. Also Zaun mit Hecke ist immer sehr belohnend. Kannst du immer schön kaschieren. So. Wir brauchen eine Zufahrt. Das haben wir ja hier entfernt, dass man hier vernünftig durchkommt. Ich würde sagen, wir gehen auf Malen und machen hier nochmal ein bisschen die Kurve schöner. So, den Busch da weg. Busch weg. Busch weg. So. Gras wieder hin. So, schön. Genau. Ja, wir könnten auch nach hier hinten hin. Würde sich vielleicht bald anbieten, oder? Was haben wir denn überhaupt? Tiere, Pferde. 13, 16 Pferde passen hier rein. Hier passen 14 rein. Der kostet 125. Der kostet nur 100. Wir können hier noch wählen, welchen Zaun, ne? Wollen wir offene Pferdestallhaltung machen? Dann können wir hier eine große Koppel alleine selber bauen. Wenn ich mir das hier so angucke, 16, 8, 5, 8, 14. Warum haben die Pferde alle so wenig Auslauf, sag mal? Was ist denn da los? Machen wir hier Nebenweg? Ne, wir machen hier zu, ne? Ich würde sagen, wir machen hier zu. Dann baue ich davon zwei. Was haltet dann von der Idee, wenn wir hier zwei draus machen? Dann hätten wir 32 Pferde. Ist doch viel besser wie 16, oder? Wir müssen hier ran mit Futter, ne? An der Seite. Ne, müssen wir nicht. Nur vorne. Geil, dann bauen wir davon zwei. Ich hoffe, die nehmen Ballen. Also, ich hoffe wirklich, dass sie Ballen nehmen. Da müssen wir gleich mal probieren. So. Und daneben nochmal ihn. Einfach, weil wir was können. Warte mal, da würde ich mir vielleicht den Raster hier zur Hilfe nehmen. Weil ausgerichtet sind sie noch im selben Winkel. So ungefähr. Kommt das fast hin? Müssen wir noch ein bisschen malen. Dann würde ich hier aber Koppelzaun jetzt rumziehen. Das sieht einigermaßen vernünftig aussieht. Das kriegen wir hin. Landschaft, Dekoration. Welchen Koppelzaun wollen wir nehmen? Einen schönen Holzkoppelzaun, oder? Wollen wir hier weißen nehmen für die Pferderanch? Ja, ne? Glaube ja. Dann machen wir hier hinten den Zaun auf. Dann machen wir hier eine Durchfahrt. Können wir das hier anbinden? Nee, ne? Oder wollen wir hier einen Weg durchbauen? Ist das sinnvoll? Brauchen wir eigentlich nicht. Ist Quatsch, ne? Ist totaler Quatsch. Pass auf. Dann setzen wir hier ran und ist schon im Weg. Toll.
So. Jetzt haben wir natürlich keinen geraden Winkel. Ah, verdammt. Das soll natürlich schön aussehen. Dann müssen wir hier Landschaftsbau malen. Gras. Und dann brauchen wir einen 180-Grad-Winkel. Hallo? Na komm schon. Ach. Ich guck gerade unten links in der Ecke. Da haben wir den Klinkkompass. Komm schon. Nein. Oder fast. Ich hasse es. Hör doch auf, komm. Er ist aber jetzt hier, hallo? Der klappt ja sonst immer viel besser. Jetzt, perfekt. Aber wo wollten wir hier? Ab da. Machen wir uns mal eine schöne Kante. Ich sehe gerade ja nicht bis wohin, wie weit. Das ist aber schon bald reichen. Guck mal, da vorne ist noch. Ja, das reicht schon. Perfekt. Können wir nachher wieder übermalen, das ist ja kein Problem. So, Dekoration. Wir wollten die weißen Ranch-Zäune. Genau. Und dann machen wir hier auch wieder mit Dings, ne? Hätte ich gesagt. Scheiße. Schon wieder. So. Bis da vorne. Wir können ein bisschen größer machen. Ist ja kein Problem. Bis da. Jetzt müssen wir hier nur noch im rechten Winkel nach oben kommen. Das wird auch wieder Katastrophe. Jetzt mal ohne Quatsch. Das müsste, sollte schon schön sein. Gerade werden. Das machen wir bis. Warte mal, können wir hier bauen? Ja, wir können hier bauen. Geil. Pass auf, dann machen wir hier ein Tor drin. Hier ja nicht. So. Okay. Okay, okay, okay. So. Und dann hier rüber. Vielleicht treffen wir einen Pfahl. Jeder, der im Winkel ist, wäre natürlich phänomenal. Wird nichts, ne? Ah, komm, wir nehmen den. Passt schon. Dann hauen wir die drei hier weg. Dann können wir hier noch rüber malen. Mit neuen Blumen. Oh. Siehst du wohl. Können wir hier genau das gleiche machen. Dann ist das hier wieder erledigt. Also wir werden uns hier, glaube ich, jetzt eine Weile beschäftigen. Wir müssen hier drüben noch zumachen. Hier kommt auch nochmal ein Tor rein. Können wir doch hier vorne bauen? Ja, theoretisch ja. Wir können das auch hier machen. Nicht. Oder... Hier. Nicht. Oder da. Nicht. Da. Da geht. Können wir noch ein bisschen dichter? Nee. Nee. Ach, verdammt. Warte mal. Such zu dicht dabei. Stücke Zaun. Na, sag mal. Dann machen wir das hier. Das geht. Bis da. Gut, dann müssen wir hier raushauen. Nein! Den Zaun doch nur weg. So. Ein großes Tor rein. Passt nicht. Verdammt. So. Na? Haben wir das doch. Schöne Pferdekoppel. Ja, nicht mal so. Ich dachte eigentlich, die wird ein bisschen größer, aber ist okay. Dann machen wir hier auch nochmal eine Tür, weil cool aussieht. Wenn denn keine Colli hätte. So. Und gehen hier an den Zaun. Fertig. Pferdekoppel steht. Jetzt müssen wir hier noch bei. Oh Gott, jetzt sieht man ja nicht. Na gut, ist nicht schlimm. Wir erweitern unsere Ländereien hier massiv gerade, ne? Guck mal, die komische Raster hier können wir ja entfernen.
Ludwig, warte mal, wie war denn das? Raster ausblenden, ja. So. Das machen wir hier drüben auch nochmal. So. Fertig. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn, wenn wir jetzt hierher gehen? Weil hier wächst irgendwie komischerweise kein Gras, so richtig nicht. Wenn wir hier jetzt mit Blumen drüber malen, bleiben die Blumen oder werden die dann immer wieder neu entfernt? So wie beim Schafstall zum Beispiel auf der Western Wilds oder so. Wäre interessant. Was machen wir hier? Machen wir hier Schotter? Wir machen heute vielleicht ein bisschen länger, so, ne? Oder vielleicht, was haltet ihr dann davon? Schotter? Oder machen wir Asphalt, Dreck? Eigentlich ist beide... Wir haben nicht viel Auswahl, ne? Dreck, Dreck, Dreck. Dann machen wir Dreck. Dreck am Pferdestall ist gut für die Hufe. Haben sie nicht so einen harten Boden, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Hier zwischen vielleicht auch, dass sie hier mal hier nach vorne stehen und so. Hier haben wir auch noch... Auch so ein großer Treuboden. Hier nochmal so ein Weg, ne? Vielleicht immer außen rum um Stall. Vielleicht hier hinten sowieso, wo sie da mal stehen, im Regen oder was. Dass sie hier alle voll moddern, weil sie jemand vorne dran rumlatschen. Ist ja echt auch so. Ne? Das hier ein bisschen. Warte mal, wir machen das mal rund. Oh doch, das wird gut, Leute. Guck mal, wenn wir das hier so leicht rausphasen, dann als wenn die hier rumlatschen immer. Müssen wir natürlich hier drüben noch genauso machen. So. Na, hier vorm Stall schön weg. Und danach so auslaufend. Das gefällt mir. Sehr schön. Vielleicht hier hinten nochmal ein Modderloch. Haben wir hier Matsch? Hier ist Matsch. Guck mal. Hier haben wir so ein schönes olle Moddermatschloch. Schön mit Dreck rum. So, hier wächst immer nichts. Oder vielleicht doch. Vielleicht gerade hier. Ein paar Büsche. Modderloch, ne? Schön. Feucht immer alles. Warte mal. Mal eine andere Farbe. So. Okay. Dann können wir hier eigentlich die Pferde drauf laufen lassen schon. Wollen wir welche kaufen? Wir haben noch nicht mal mehr eine halbe Million. Wir müssten den Weg hier noch vernünftig anbinden. Warte mal, hier war noch mit Dreck zu bearbeiten. So. Hier nehmen wir den anderen Dreck. Und dann würde ich sagen, hätten wir hier fast unseren Pferdestall schon mal soweit fertig. Wir brauchen noch eine Reithalle, ne? Das kommt aber beim nächsten Mal. Schaffen wir heute nicht mehr. So. Wisst ihr, was geil ist? Vielleicht brauchen wir einen neuen Traktor nur für die Pferde. Und einen Unterstand für Heuballen und so. Wobei, nee. Können wir hier drinnen lagern? Wir müssen noch Pferde kaufen. Die waren teuer, oder? Guck mal. Hier können wir theoretisch Heu drinnen lagern und Stroh. Ja. Pass mal auf, wir holen uns mal ein Pferd. Ein Schimmel. Godfrey. Hallo Godfrey, sei willkommen bei uns zu Hause. Du kannst hier rumrennen, wie du willst, solange wie du keinen Quatsch machst. Wo bist denn du da? Ich muss was probieren. Wir kaufen jetzt mal Stroh und Heu einfach mal im Ballen vom Händler. Wir lassen uns das liefern, weil wir haben Geld. Heu und... Stroh. Ich lösche auch den Liefer-Trigger wieder. Wo ist der Strohballen? Hat er den gleich einkassiert hier? Jo, Stroh ist drin. Geil, die nimmt Ballen. Mega. Pass auf. Futter? Nischt. Alles. Zack. Geil. Cool, den fährt der Dude. Wasser hat er auch. Freunde, wir haben jetzt hier Pferde. Was sagt dann dazu? Und die nehmen hier so, ja. Ja. Hallo, Kollege. Guck dich das an. Ein echtes Pferd. So, mach mal einen Kopf hoch. Sei mal nicht so deprimiert. Hallo, hör doch auf, da Dreck zu fressen. Hör mal, hallo. Ja, na gut.
Ach, wisst ihr was? Komm. Du kriegst noch einen Kollege. Du kriegst hier noch einen Checke. Wer ist der Spartan? Spartan? Der steht im Schrank und du daneben. So. Die Reithalle machen wir dann wirklich nächstes Mal, ne? Was kostet so ein Pferd überhaupt? Geht eigentlich. Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Wir müssen ja in diesen... Da wollte ich hin. Ein Brauner. Gibt hier keinen Friesen? 500 kostet ein Pferd. Vanilla und Keisha. Geisha. Pferde. Wäre jetzt nur geil, wenn die wirklich durcheinander laufen, ne? Aber guck mal, eine offene Koppel finde ich viel schöner. Kannst du coole Sachen bauen, oder? Das geht schon. Gibt schon geile Mods. Jetzt haben wir hier zwei Ställe. Da müssen wir nochmal mit Stroh und Heu nachhelfen. Dass die erstmal was zu fräsen haben. Aber ja. Ach doch, die gefällt mir. Guck mal, das ist doch wunderschön. Da kommt man hier so drin und dann sind hier so die Pferde drin. Also das ist jetzt ein reines Luxusproblem eigentlich hier mit den Pferden, ne? Ist ja klar. Ja, ja. Ach komm, jetzt bleibt doch mal alle beieinander. Latscht doch hier nicht so weg immer. Ich will euch doch fotografieren mit eurem tollen neuen Stall. Ihr steht schön zusammen, ihr seid nett. Schön, dreh mir den Arsch zu, dankeschön. Ab jetzt haben wir Pferde auf der Foxfarm, Freunde. Reicht für heute, oder? So, was machen eigentlich die Kollegen da auf dem Acker? Jetzt ist die Frage, wer ist wo wie weit? Vor allem, was haben sie hier gemacht? Wie weit sind sie schon? Der Helfer fährt hier nicht mehr. Dann könnte es durchaus sein, dass der fertig ist. Und wenn er hier nicht mehr fährt, dann sind die auch fertig. Dann müssten wir immer vorspulen, dass wir hier die nächste Wachstumsstufe haben. Und dann muss hier nochmal gedüngt werden. Und dann sind wir mit der Aussaat komplett fertig. Dann können wir uns schön hinten auf dem Pferdestall weiter konzentrieren. Wie gesagt, wir müssen Futter ranschaffen, ne? Die Heuballen, die haben wir auf jeden Fall. Und Stroh zum Einstreuen haben wir auch mehr als jedoch beim Kuhstall. Das ist sehr schön, Freunde. Es gefällt mir. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Reithalle und so ein Quark. Ne? Also, bis dahin, macht keinen Quatsch. Redihauen.